Selten war der Wohnungsmarkt in Deutschland so umkämpft. Ein Eigenheim für immer mehr Menschen unbezahlbar. Bleibt nur die Miete, doch auch hier sind die Preise explodiert. Habt ihr in letzter Zeit versucht, in der Stadt eine Wohnung zu finden? In Berlin hat sich die Angebotsmiete zwischen 2006 und 2018 verdoppelt. Das Einkommen hat sich aber nicht verdoppelt. Doch ohne Wohnung geht es nun mal nicht. Und das nutzen Betrüger gnadenlos aus. Betrugsmaschen und Fake-Inserate überschwemmen den Markt. Und sie werden immer professioneller. Ich bin absolut überzeugt davon, dass diese Masche jeden treffen kann. Es fühlt sich seitdem halt nicht mehr wie ein Zuhause an. Es ist ein Tatort, ganz klar. Ich recherchiere vor Ort. Und ich nehme die Spur der Täter im Netz auf. Wir suchen die Hintermänner, die vor nichts zurückschrecken. Die haben mich einfach komplett in der Hand. Und wir folgen ihrer Spur von deutschen Städten bis auf fremde Kontinente. Wer sind die Täter hinter diesem Wohnungsbetrug? Und warum unternimmt niemand was dagegen? Jo, dann glaube ich, ist es jetzt das Beste, wenn wir jetzt die Polizei anrufen. Sie können die Wohnung gerne haben. Ich bin jedoch derzeit im Ausland. Eine Freundin ist auf Wohnungssuche und leitet uns diese Nachricht weiter. Und damit startet unsere Recherche. Denn was sich liest wie eine ganz normale Zusage, ist eine Falle. Und sie verbreitet sich rasend schnell. Auf Betrugsplattformen finden wir hunderte Berichte. Und es läuft immer gleich ab. Die vermeintlichen Vermieter sitzen angeblich im Ausland. Die schreiben dann erstmal ganz nett und sympathisch, dass sie einfach dringend jemanden suchen, der die Wohnung übernimmt. Es gibt da nur ein Problem, eine Besichtigung, die ist leider erstmal nicht möglich. Weil die Vermieter ja angeblich im Ausland sind. Ja, und die Lösung für das Problem? Eine Kautionsanzahlung plus Mietvertrag. Und wer das Geld bezahlt, der soll dann zum Beispiel einen Wohnungsschlüssel per Post zugeschickt bekommen. Ist natürlich alles völliger Bullshit, nichts davon passiert und die Kohle, die ist weg. Weil die ganze Story aber oft so gut, so detailliert und so sympathisch ist, fallen unzählige Opfer darauf rein. Ich will wissen, wie groß das Problem ist, wie weit verbreitet. Dafür fahre ich nach Straßburg und treffe mich mit Carolina Voital. Sie ist Sprecherin des Europäischen Verbraucherzentrums und hat immer wieder Kontakt zu Opfern des Betrugs. Wir gehen davon aus, dass es wirklich mehrere 10.000 Betroffene gibt. Diese Betrugsmasche greift aus unserer Sicht um sich. Ich würde sagen, alle größeren Städte in Deutschland sind betroffen. Wirkliche Miet-Hotspots, wo der Markt derart eng ist, dass die Verbraucher tatsächlich nach jeder Möglichkeit suchen, an eine Wohnung zu kommen. Das sind genau diese Momente, die die Täter ausnutzen. Ich will mehr über die Täter herausfinden. Wie sie arbeiten, wie sie an Opfer kommen und wer sie sind. Um ihnen möglichst nahe zu kommen, werfe ich mich selbst als Suchender auf den Wohnungsmarkt. Das hier ist unsere fiktive Identität, Valentin Fleiß. Dafür habe ich mithilfe von KI Freddys Gesicht mit einer anderen Person verschmelzen lassen. Und eine fiktive Mieter-Selbstauskunft gibt's auch noch. Ich gebe mich als das perfekte Opfer, dringend auf Wohnungssuche, genug Einkommen und bereit, private Daten zu teilen. Auf der Suche nach Betrugsopfern durchforste ich wochenlang Foren und schreibe mit Betroffenen. Irgendwann stoße ich auf Amy. Sie ist aus England nach Berlin gezogen und wurde bei der Wohnungssuche um 4.000 Euro betrogen. Und ihr Fall ist besonders. Sie hatte die Wohnung nämlich tatsächlich besichtigt. Die Anzeige wirkte total normal. Die Wohnung war jetzt nicht billig. Der Preis war einfach realistisch. Bei der Besichtigung trifft Amy eine Frau, die sich als Mieterin der Wohnung ausgibt. Sie ziehe aus und Amy könne sogar einige Möbel übernehmen. Amy bekommt eine Zusage und darf zur Vertragsunterzeichnung wiederkommen. Der Vermieter kam rein und hatte einen sehr teuren Anzug an. Er hatte eine Rolex an, war sehr gut gekleidet und total höflich und nett. Hello, like super polite, really nice. Der Mann stellt sich Amy als Michael Funny vor. Er ist der Mann, der sie um ihr gesamtes Erspartes bringen und uns in dieser Recherche noch mehrmals begegnen wird. Michael Funny legt Amy einen italienischen Personalausweis vor, spricht aber perfektes Deutsch. Und auch der Mietvertrag ist total glaubwürdig. Amy unterschreibt den Mietvertrag und überweist die Kaution. Mit der angeblichen Vormieterin ist sie noch zum Ausmessen der Wohnung verabredet, bevor sie die Schlüssel bekommt. Ich kam hier an und es hat niemand aufgemacht. Aber hier in der Tür, da hing ein kleiner Zettel.
Also habe ich die Nummer angerufen, die da drauf stand, und eine Frau ging ran. Ich meinte, dass ich hier stehe und die Vorhänge ausmessen will. Und sie war nur so, sorry, ich weiß nicht, wer du bist. Und ich meinte nur, dass ich den Mietvertrag unterschrieben habe und dass wir uns doch vor einer Woche erst getroffen haben. Am anderen Ende der Leitung ist nicht die Frau, mit der Amy Kontakt hatte, sondern Mara, die eigentliche Mieterin der Wohnung. Sie ist einfach aus allen Wolken gefallen. Sie dachte ja jetzt, sie zieht in ihre neue Wohnung in Berlin, die ja super schön auch war. So. Und dann ja, bekommst du da erzählt, dass alles ein Riesenscam war und dass dein Geld weg ist. So. Und dass du vor allem auch kein Dach über dem Kopf hast. So. Kannst du mal sagen, wie dieser ganze Betrug für dich losging? Es kam dazu, weil ich eben wusste, die Wohnung steht einen Monat leer und die Wohnungen in Berlin sind zu teuer, um sie leer stehen zu lassen. Dann habe ich sie bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Mara bekommt eine Anfrage von einem jungen Mann. Er möchte ihre Wohnung untermieten. Sein Name Michael Fanny. Wir haben dann telefoniert und er war total nett und sympathisch. Und damit war dann eigentlich alles in Ordnung. Und ich war total entspannt damit. Ich hatte ein gutes Gefühl. Der Mann, der sich Michael nennt, zieht für knapp 3 Wochen bei Mara zur Untermiete ein. Mara selbst trifft ihn nicht. Eine Freundin übergibt den Schlüssel. Bis sie zurückkommt, ist alles normal. An dem Morgen hat er mir eben auch noch ganz normal geschrieben, alles cool, danke nochmal für die Zeit. Ja, und da schrieb er schon, er hat richtig gut Geld gemacht in der Zeit. Das ist jetzt, tat im Nachhinein ganz schön weh, weil damit war natürlich was anderes gemeint. Erst als Mara zurückkommt, merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Das Bett stand halt völlig verdreht hier im Raum. Hier lag auch noch irgendwie ein T-Shirt, Pulli oder so, Socken von dem Typen, irgendein Handtuch, was ich nicht kannte, was nicht zu mir gehörte. Sachen auch natürlich, mit der die Polizei theoretisch was hätte anfangen können. Hier sieht man noch so die letzten Spuren. Die Tür habe ich halt nicht ausgetauscht bisher. So das letzte. Das wurde aufgebrochen? Ja, genau. Das ist dieser Raum, den sie aufgebrochen haben. Ah, okay. Das heißt, den Raum hattest du abgeschlossen? Den hatte ich abgeschlossen, genau. Hier waren also meine Unterlagen, meine Kamera, meine Box und so weiter. Also alles Private, Persönliche war hier drin. Und all das war weg und durchwühlt. Es ist halt einfach mein Leben, was die sich hier irgendwie auseinandergenommen haben. So. Erst als Mara ihre Hausverwaltung über den Schaden informiert, erfährt sie, dass Michael Fanny in ihrer Wohnung Besichtigungen durchgeführt hat. Seine Komplizin hat sich als Mara ausgegeben und mehreren Opfern Mietverträge in ihrem Namen angeboten. Es ist halt deine Identität, die dir einfach weggenommen wird, die ja auch missbraucht wurde, indem die sich hier für mich ausgegeben haben. Die haben mich einfach komplett in der Hand. Also hat die Polizei das denn alles hier aufgenommen? Also ich habe Fotos davon geschickt, aber Die sind nicht hergekommen? Die sind nicht hergekommen, ne. Als du zur Polizei gegangen bist, hattest du das Gefühl, die helfen dir wirklich? Nee, ich hatte das Gefühl, hatte ich überhaupt nicht. Also es hat sich auch niemals wieder irgendjemand von sich aus gemeldet. Viele Verbraucher melden uns zurück, dass ihr Verfahren dann nach ein paar Wochen eingestellt wird, weil sich aus den Angaben, die man hat, leider keine konkreten Ermittlungsansätze ergeben haben. Was hat das denn alles am Ende mit dir gemacht? Es gibt natürlich diesen finanziellen Schaden, den ich dadurch habe. Was aber am krassesten war letztlich so dieses sich zu Hause einfach, es fühlt sich seitdem halt nicht mehr wie ein Zuhause an. Es ist halt, es ist kein Safe Space mehr, es ist kein Rückzugsort mehr, sondern es ist ein Tatort, ganz klar. Auch diese Angst, dass die wiederkommen könnten, war einfach auch ziemlich präsent. Das war wirklich so, wenn es an der Tür geklingelt hat, ich habe mich die ersten Wochen, habe ich mich auf den Boden geschmissen oder hingehockt. Also ich bin einfach super schreckhaft gewesen hier. Wer ist der Mann, der sich als Michael Fanny ausgibt? Von Amy und Mara bekomme ich wichtige Informationen zugespielt. Mietverträge, Chatverläufe und Personalausweiskopien. Mit all dem versuche ich, das System seines Betrugs zu verstehen. Während ich die Daten rund um Michael Fanny auswerte, geht auch meine Suche nach Online-Betrügern voran. Zwischen tausenden Wohnungsanzeigen versuche ich, verdächtige Inserate zu identifizieren. Mit rund 50 möglichen Betrügern schreibe ich mehrere Wochen lang. Alle haben gemeinsam, sie befinden sich angeblich im Ausland. Mit einem von ihnen schreibe ich, bis ich einen Mietvertrag bekomme. Darin enthalten ist auch die Adresse der vermeintlichen Wohnung. Frederik ist gerade in Berlin, ich schicke ihn dorthin. Warte mal, ich stehe jetzt vor Haustür Nummer 20. Magst du mal durch das Tor gehen? Das ist ja rechts vom Kino, oder? Sehe ich auf Maps. Okay. Hier sind jetzt Fahrradständer. Ist hinter dem Busch, den du jetzt rechts von dir siehst, so schräg rechts, ist da eine Hausnummer dahinter?
Ja, stimmt, du hast recht. Da ist, ja, da ist die 22. Hallo, also wo sind denn die Klingeln zu den ganzen Wohnungen? Da sind gar keine Wohnungen drin. Ah. Ja, hier waren schon häufiger Leute, die nach der Behamstraße 22 gefragt haben. Und was wollten die? Die haben im Internet eine Wohnungsanzeige gelesen und suchten die Wohnung. Alex, da sind gar keine Wohnungen. Da gibt es keine Wohnungen. Krass. Okay, also wir haben einen Mietvertrag. Uns wird gesagt, wenn wir den unterschreiben und das Geld senden, dann können wir hier einziehen. Aber anscheinend kann man hier gar nicht einziehen. Jetzt ist klar, wir haben es ganz sicher mit einem Betrüger zu tun. Aber wer hat uns hier eigentlich versucht abzuzocken? Und ist die Person wirklich im Ausland? Also hier im Mailverlauf sehe ich auf jeden Fall schon mal, dass die Person, mit der ich schreibe, eine Stunde in der Zeit zurück ist und das Mailprogramm auch auf Französisch gestellt hat. Aber wo sitzt unser Betrüger genau? Im Quelltext der E-Mail finde ich erstmal keine weiteren Hinweise auf den Aufenthaltsort. Es gibt aber noch ein paar Tricks aus dem Online-Marketing, die ich jetzt versuchen kann, um mehr Daten über den Täter zu sammeln. Dazu nutze ich einen eigenen Server und schreibe einen Code, den ich in die E-Mail mit den Betrügern einbaue. Auch die Suche nach Opfern von Michael Fanny geht weiter. Über einen Aufruf auf Social Media meldet sich Jonas bei mir. Er hat nach einer Besichtigung einen Mietvertrag unterschrieben, eine Kaution gezahlt und sogar die Schlüssel zur Wohnung bekommen. Also Wohnung sah top aus und ich meine bei der Lage und dem Preis hätte man jetzt nicht Nein gesagt. Beim Einräumen der Möbel kommen jedoch Zweifel. Eine versprochene Küche wird nie geliefert und der Kontakt zu den Vermietern reißt ab. Jonas meldet sich daraufhin bei der Hausverwaltung. Diese kennt den angeblichen Eigentümer nicht. Und dann war es halt klar, dass es einfach keine wahre Wohnung ist, die wir bekommen und dass der Eigentümer nicht echt ist. Die Hausverwaltung schickt Jonas zur Polizei. Diese wiederum rät ihm, die Wohnung zu verlassen und den Kontakt zu den Betrügern abzubrechen. Den Schlüssel zur Wohnung wollen weder die Hausverwaltung noch die Polizei. Also weißt du jetzt, ob die noch passen oder? Ich habe keine Ahnung. Könnte dies ein weiterer Betrug von Michael Fanny sein? Wem gehört die Wohnung und ist sie bewohnt? Da steht auf jeden Fall, wenn es die ist, da steht eine Kiste oder so. Aber ich glaube nicht, dass da eine leere Wohnung ist. Der passt. Krass. Krass. Was ist der Briefkasten hier? Der hier. Mhm. Da steht ja sogar ein Name. Jonas hatte uns das Foto eines Mannes gezeigt, der bei der Übergabe dabei war. Dessen Name steht jetzt plötzlich auf dem Briefkasten. Jonas bekommt Angst und will das Haus lieber verlassen. Jetzt habe ich, muss ich gestehen, auch ein bisschen Schiss, aber reden sollte ja gehen. Hi. Kurze Sache. Ja, sorry, ich wollte nur reden. Das ist alles. Kann ich kurz mit dir sprechen? Wir wurden gerufen, weil uns gesagt wurde, dass. Entschuldigung, können wir wirklich nur ein paar Fragen stellen? Hallo? Ich werde jetzt nicht nochmal klopfen, weil er wirkt jetzt schon ziemlich aggressiv. Aber ich habe das Gefühl, er weiß ganz genau, worum es geht und hat auch gerade Schiss bekommen. In der Wohnung ist tatsächlich einer der Männer, die Jonas mir auf einem Foto gezeigt hatte. Aber es ist nicht Michael Fanny. Jo, dann glaube ich, ist es jetzt das Beste, wenn wir jetzt die Polizei anrufen. Weil ich hier einen mutmaßlichen Straftäter angetroffen habe und Jonas aus Angst vor den Betrügern nicht mehr da ist, hole ich die Polizei. Nach einer Dreiviertelstunde kommt ein Streifenwagen. Aber die Beamten sind nicht begeistert. Anrufen. Es geht um. Ja, ja, das gehört zu uns. Kannst du die Kamera runter machen? Ja, ja. Ich musste mich eher rechtfertigen und entschuldigen dafür, dass wir die hierher geholt haben und dass wir ihnen hier gerade Informationen geben und ihnen das alles erzählen. Und ich kann gerade sowas von verstehen, warum alle Opfer durch die Bank erzählt haben, man hat eher ein schlechtes Gefühl und Angst, zur Polizei zu gehen. Super, danke schön. Die sind jetzt gerade in der Wohnung. Sie haben ihn zur Rede gestellt, er hat alles abgestritten und meinte, ey, er weiß von gar nichts und Kautionsbetrug. Ist ihm alles total neu. Man sieht's, jetzt werden gerade anscheinend Fotos gemacht. Da ist die ganze Zeit so ein Blitzlicht.
Und dann nimmt die Polizei den Mann tatsächlich mit. Ich bin super gespannt, was jetzt passiert. Aber ich frage mich auch, warum sind die nicht mal früher hierher gefahren, wenn der hier gewohnt hat? Die Tatmuster sind sich sehr ähnlich. Aber gibt es hier eine Verbindung zu Michael Fanny? Ich finde die Social-Media-Profile der mutmaßlichen Betrüger und spreche mit der Hausverwaltung, dem Grundbuchamt und der Polizei. Ich erfahre, dass dem Mann, der sich als Eigentümer ausgegeben hat, die Wohnung nicht gehört. Im Grundbuchauszug tauchen zwei chinesische Namen als Eigentümer auf. Und es ist wohl nicht das erste Mal, dass sich in genau dieser Wohnung so ein Fall abgespielt hat. Dazu ermittelt ab jetzt dann die Polizei, sagt sie. Wir sind uns aber sicher, dass es ein kleines Täternetz ist. Und es gibt auf keinen Fall eine Connection zu Michael Fanny. Und das ist ja der Mann, hinter dem wir eigentlich her sind. Und dann, nach wochenlanger Suche, finden wir doch noch einen weiteren Fall, in dem Michael Fanny mehrere Opfer betrogen hat. Fast zur gleichen Zeit, in der Michael Fanny sich bei Mara zur Untermiete einnistet, zieht er dieselbe Masche in einer Wohnung einige Kilometer entfernt ab. Auch hier schleust er als angeblicher Vermieter mehrere Menschen durch die Wohnung, während seine Komplizin sich als Mieterin ausgibt. Die eigentliche Mieterin findet ihre Wohnung komplett verwüstet vor. Den finanziellen Schaden beziffert sie auf über 6.000 Euro. Allein in diesem Fall scheint es 5 weitere Opfer zu geben, die Kautionen an Michael Fanny überwiesen haben. An diesem Punkt in der Recherche hören wir auch zum ersten Mal Michael Fannys Stimme. Er schickt der eigentlichen Mieterin nämlich mehrere Sprachaufzeichnungen. Nein, es ist alles heil, es ist nichts kaputt gegangen. Und ja, wir haben auch ein paar zusätzliche Sachen gekauft, die bleiben auch in der Wohnung. Ja, aber ansonsten ist alles im grünen Bereich. Danke nochmal für deine Wohnung. Ey, das wird nochmal so viel realer, wenn man seine Stimme hört. Und es ist so krass, der wirkt so sympathisch, so freundlich. Aber dabei lügt er halt in dieser Memo. Und wir finden raus, eine junge Frau, die die Wohnung besichtigt, schöpft Verdacht. Sie informiert die Polizei und bittet darum, das Ganze vor Ort zu überprüfen. Die Beamten weigern sich vorbeizukommen und raten ihr nur, den Kontakt zu Michael Fanny abzubrechen. Das ist halt schon krass, weil das ist der eine Moment gewesen, in dem die Polizei Michael Fanny hätte festnehmen können. Wir versuchen, mehr über den Aufenthaltsort von Michael Fanny zu erfahren. Die Adresse in Hamburg, die auf seinem gefälschten Personalausweis und den Mietverträgen auftaucht, ist fake. Es gibt aber eine weitere Spur, die uns zu Michael Fanny führen könnte. Seine Opfer überweisen die Kautionen immer wieder auf eine bestimmte IBAN. Insgesamt könnten es wohl über 20.000 Euro sein, die auf dem Konto innerhalb nur eines Monats eingehen. Wir finden heraus, dass es sich um ein Postbankkonto handelt, das in Berlin eröffnet wurde. Den dazugehörigen Namen bekommen wir erstmal nicht. Das Problem ist, dass hier natürlich auch das Bankgeheimnis die Falschen schützt, nämlich unsere Täter. Sie können als Außenstehender nicht einfach an eine Bank herantreten und sagen, bitte teilen Sie mir mit, wem dieses Konto gehört und ob mein Geld dort noch zu finden ist. Wir haben aber einen anonymen Informanten von einer Bank aufgetrieben und diese Person konnte uns sagen, auf wen das Konto gemeldet ist. Der Name, auf den das Konto läuft, ist aber nicht Michael Fanny, sondern ein Frauenname. Laut Informant ist eine Ines B. die Inhaberin des Kontos. Okay, wir haben weder Fanny noch am Klingelschild. Ich könnte natürlich mal klingeln und einfach mal die Leute fragen, ob sie einen Michael Fanny oder eine Ines kennen. Mach ich einfach mal. Hallo! Alex, ey, hast du kurz Zeit? Ey, super krass, wir sind hier gerade in der Adresse. Am Klingelschild steht nichts. Ich habe dann einfach mal geklingelt, um reinzukommen. Und beim Reingehen sehe ich den Briefkasten Ines. Der ist hier. Das Ding ist, wenn ich reingucke, der türmt sich, da quillt oben die Werbung raus. Das heißt, hier hat ewig niemand mehr. Ich schicke dir ein Foto, davon. Hallo. Hallo. Sorry, ich möchte nicht stören. Wir sind vom ZDF, wir machen eine Recherche. Kennen Sie diesen Mann? Haben Sie den schon mal gesehen? Oh. Nicht gesehen. Haben Sie den schon mal gesehen? Nee. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Aus allen Wohnungen die gleiche Antwort. Niemand hier kennt Michael Fanny. Vielen Dank. Ne? Als ich gerade schon gehen will, ruft uns jemand hinterher. Entschuldigung. Hallo. Hallo, darf ich das Bild mal sehen? Was für ein Bild denn? Ja, von eben. Ach so, ja, Moment. Ja, ist mein Nachbar.
Eine Nachbarin korrigiert sich und meint, den Mann auf dem Ausweis doch zu erkennen. Sie habe ihn schon einige Male bei einer der Nachbarwohnungen gesehen. Und plötzlich bestätigt das auch eine weitere Nachbarin. Das ist er doch, oder? Okay, dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Hallo, ganz kurze Frage. Wir hatten von einigen Leuten gehört, dass die Person aber schon mal hier gewesen ist. Können Sie das sagen? Hier in dieser Wohnung? Kennen Sie den vielleicht? Nein. Auch nicht? Die Bewohner der Wohnung streiten ab, Michael Fanny zu kennen oder jemals gesehen zu haben. Wir kennen ihn nicht, tut mir leid. Okay, dann vielen Dank. Und ich bin ratlos. Es ist die richtige Adresse. Wir haben den Namen des Kontos auf dem Briefkasten, der ewig nicht geleert wurde. Und zwei Nachbarn glauben sogar, Fanny schon mehrmals in einer der Wohnungen gesehen zu haben. Ey, es frustriert mich gerade so. Wir haben all das, wir sind so nah dran, aber was bitte sollen wir denn jetzt machen? Also eigentlich können wir nur mit den Beweisen zur Polizei. Und das tun wir, denn wir haben einiges gesammelt. Geldströme, Mietverträge, Chatverläufe und natürlich die Aussagen der Opfer. Ab jetzt liegt der Fall Fanny also bei der Polizei. Dafür gibt es bei unserer Suche nach den Online-Betrügern eine neue Spur. Und die führt ins Ausland. Ich hatte ja zwischenzeitlich über Wochen hinweg mit bis zu 50 Betrügern Kontakt und dabei habe ich jede Menge Daten gesammelt. Die Auswertung zeigt, dass die Mails, die ich mit den Betrügern ausgetauscht habe, vor allem aus Westafrika gesendet wurden. Ein Land taucht besonders oft in meinen Auswertungen auf. Benin. Um zu erfahren, wer hinter den Fake-Profilen der Täter steckt, muss ich vor Ort auf die Suche gehen und reise nach Benin. Ich habe im Vorfeld mit lokalen Journalisten Kontakt aufgenommen. Betrüger bzw. Scammer gäbe es hier viele, sagen sie. Doch mit einem von ihnen vor der Kamera zu sprechen, das sei fast unmöglich. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Alle sagen ab. Wir haben hier irgendwie 10, 15 Scammer an der Angel, haben deren Profile. Aber sobald ich schreibe, dass ich Journalist bin, werde ich geghostet, wird der Chat deaktiviert, werden Profile gelöscht. Hier will keiner mit uns sprechen. Wir haben alle so eine Angst, dass ich die Polizei sein könnte. Ich finde das ehrlich gesagt schon eine ziemlich abstruse Situation. Die Täter in Benin haben total Angst, von der dortigen Polizei geschnappt zu werden. Aber hier in Deutschland haben sie anscheinend gar keine Angst. Ausnahmslos alle Opfer haben uns erzählt, dass sie das Gefühl hätten, die Polizei gehe den Hinweisen nicht richtig nach. Deshalb fragen wir die Verantwortlichen. Wie dieser Eindruck entsteht, kann ich jetzt natürlich zum Einzelfall auch nicht sagen. Aber es ist schon so, dass wir natürlich ermitteln. Also da hängt eine ganze Reihe von Ermittlungen dran, die Geschädigten auch nicht notwendigerweise mitbekommen. Nicht in allen Polizeidienststellen gibt es tatsächlich auch Wissen über diese Maschen. Und natürlich wissen die Täter das und nutzen das entsprechend. Was sagt die Polizei dazu, dass sie den Moment verpasst haben, in dem sie Michael Fanny hätten festnehmen können? An der Stelle bitte ich um Verständnis, dass ich zu konkreten Fällen, die tatsächlich auch noch in der Bearbeitung sind, keine Auskunft geben kann. Da müssten Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft wenden, die ist Herrin des Verfahrens. Und das tun wir, schriftlich. Die Antwort ist jedoch ziemlich frustrierend. Maras Fall sei eingestellt worden, weil kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Das wäre jedoch möglich gewesen, wenn die Polizei nach den Hinweisen zur Wohnung gefahren wäre. Ansonsten könne man sich zum Großteil unserer Fragen nicht äußern. Wir sollen uns damit an die Pressestelle der Polizei wenden. Aber von da kommen wir ja. Unser Gefühl, so richtig will hier eigentlich niemand mit uns sprechen. Und auch in Benin will weiterhin kein Scammer mit mir sprechen. Die Angst vor der Polizei ist zu groß. Um zu verstehen, warum eigentlich, treffe ich mich mit dem Leiter der Polizeieinheit für Cybercrime in Cotonou. Das Gesetz digitaler Angelegenheiten sieht Sanktionen von 2 bis 10 Jahren Haft vor. Manchmal sogar mehr. Seit 2017 fährt die Regierung einen harten Kurs gegen die Online-Scammer. Und die Bevölkerung soll helfen. Wer in Benin einen Scammer kennt oder so etwas mitbekommt, der ist verpflichtet, es der Polizei zu melden. So hat die Polizei in den letzten Jahren tausende Scammer ins Gefängnis gebracht. Haben Sie denn Einblicke über diese Täter? Also wer sind die Menschen, die hier sowas machen? Bei den Tätern gibt es eine große Bandbreite. Schüler, Studenten, aber auch ganz normale Arbeiter.
Viele der Täter seien arm und hätten wenig Alternativen. Mitleid habe er deshalb aber nicht. Wir haben kein Mitgefühl für Verbrecher. Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen. Durch die Aussagen der Polizei kann ich die Angst der Scammer noch besser verstehen. Trotzdem versuche ich weiter, einen von ihnen zu einem Interview zu bewegen. Und es klappt. Ich kann es gerade selbst noch nicht ganz glauben, aber ich bin auf dem Weg zu einem Treffpunkt. Und zwar werde ich einen Scammer hier in Cotonou treffen, der unter dem Namen Lucia Dove unter anderem in Heidelberg, München, Berlin und Bonn Wohnungen angeboten hat. Ich habe ein bisschen Schiss, was mich da gleich erwartet. Er hat aber auch große Angst, das hat er mir gesagt, nämlich vor der Polizei. Und deswegen musste ich garantieren, dass er auf gar keinen Fall in diesem Video zu erkennen ist. Ich will von ihm wissen, wie er auf diese Arbeit gekommen ist. Uns ist aufgefallen, dass es in Deutschland eine Wohnungsknappheit gibt. Und dieser Mangel ist ein großes Problem, weil es für die Menschen extrem schwer ist, eine Wohnung zu finden. Diese Schwäche nutze ich aus. Er erklärt mir, wie strategisch er beim Plan seiner Scams vorgegangen ist. Ich habe mich in die Lage meiner Opfer versetzt und ein perfektes Szenario entworfen. Was muss ich sagen? Wie reagiert die Person? In verschiedenen Facebook-Gruppen platziere ich dann meine Angebote. Wenn jemand Interesse hat und mir schreibt, dann weiß ich, er hat den Köder geschluckt. Er arbeite bis auf einen französischen Mittelsmann allein. Durch ein KI-Übersetzungstool könne er auf jeder Sprache schreiben, als sei er Muttersprachler. Ich will von ihm wissen, wie viel er mit einem Scam verdienen kann. Um die 3.500 Euro. Aber es ist natürlich nicht einfach, Opfer zu finden. Nicht jeder lässt sich betrügen. Wie viel Geld ist das hier? Arme Menschen in Benin verdienen unter einem Dollar am Tag. Das reicht dann gerade so für zwei Mahlzeiten. Du bist hier auf dich allein gestellt. Es gibt keine Arbeit, alle Branchen sind überlaufen und du musst dich anstrengen, um im Leben zurechtzukommen. Und so gehe es vielen im Land, sogar Menschen wie ihm, die studiert hätten. Ich mache das zuallererst für meine Familie. Ich tue das alles, um meine Familie aus ihrer Not zu befreien und für die Zukunft meiner Kinder. Okay, wir sind jetzt durch hier. Er ist gerade gegangen und ja, was soll ich sagen? Ich meine, er ist natürlich ein Betrüger, er macht ganz sicher kriminelle Sachen, aber ich habe auch mehrmals gedacht, wenn ich an seiner Stelle wäre, könnte ich sicher sagen, dass ich das nicht machen würde? Nee, eigentlich nicht. Mit unserer Recherche wollten wir herausfinden, wer die Täter hinter dem Online-Betrug mit Wohnungen sind. Wie weit das Netz der Täter reicht und wie skrupellos manche von ihnen vorgehen, hat uns überrascht. Das begleitet mich eigentlich immer noch. Das begleitet mich insofern vor allem auch, dass ich seitdem einfach krasses Vertrauensproblem habe und auch also generell auf fremde Menschen gar nicht mehr gut zugehen kann. Wir hätten nicht gedacht, wie aufwendig manche Scams aufgezogen werden, wie weit die Spuren der Täter reichen und wie wenig Hilfe es für die Opfer gibt. Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr in die Polizei, wenn ich ehrlich sein soll. In Bezug auf die Polizei kann ich nur sagen, da wird entsprechend der Vorgang bearbeitet und die Polizei wird dann auf die Geschädigten zukommen, jeweils im Einzelfall. Unser Eindruck, solange der Mietmarkt in Deutschland so angespannt bleibt, werden Betrüger auch weiterhin die verzweifelte Situation vieler Wohnungssuchender ausnutzen. Und solange auch die Ermittlungsbehörden nicht mehr gegen Wohnungsbetrüger unternehmen, werden Täter wie Michael Fanny mit ihren Maschen einfach weitermachen.